Hallo liebe Leute, ich erstelle gerade ein Tutorial für ein Tutorial, ein Tutorial und zeige euch einfach, wie ich das für das letzte Video, das nicht dieses ist, die Beschreibung und den Titel erstelle, dass ich in diesem Tutorial auch beschreibe, dass ich ChatGPT verwende und wie ich dieses auch gerade verwende, um dieses Tutorial im Grunde zu machen. Also erst einmal für das letzte Tutorial hier erstmal die Beschreibung. Ich habe ChatGPT diesen Auftrag gegeben. Schreibe mir eine gute Beschreibung für mein YouTube-Video-Tutorial, in dem ich zeige, wie ich mein YouTube-Video mit Hilfe von ChatGPT eine bessere Beschreibung, Text und einen aussagekräftigen Titel verpasse. Wie auch immer. Er hat mich verstanden. Das Video ist eine Art Test und Tutorial zugleich. Benutze hierbei SEO-optimierte Sprache. Alles Weitere kannst du dann einfach in der Beschreibung nachlesen, weil genau da ist dann auch Text drin. Oder du pausierst es jetzt und du verstehst mich. Ist alles gut. Ich rede zu viel. Ist toll, gell? Genau. Jetzt geben mir bitte eine knackigen. Gebe mir bitte einen knackigen Titel hierfür. Verbessere deine YouTube-Videos mit ChatGPT, ein Schritt-für-Schritt-Tutorial. Ja. Ja. Kann man es schon so nehmen. Ist okay. Ist okay. Genau, und dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, welches davon ich verwenden soll. Ja, nehmen wir das hier. Ist okay. Und dann brauche ich noch die Tags. Und diese machen wir, indem wir gebe mir passende Tags für das YouTube-Video. Ich hätte dem auch direkt sagen sollen, dass er Komma getrenntes schreiben soll, weil der wird es jetzt ziemlich sicher untereinander schreiben. Ja. Ja, genau so macht er das auch. Naja, man lernt nie aus. Schreibe es bitte mit Komma getrennt aus. Dankeschön. ChatGPT, du bist so ein guter Assistent. Wenn du es irgendwann selber mal durchscrabst in der Zukunft durch die Videos, ich danke dir. Weil ich glaube, zu diesem Punkt kommen wir ziemlich bald, dass so ziemlich alles verwendet wird als Quelle für Information und Lernen. Na okay. Soweit, so gut. Das ist das jetzige Tutorial und weißt du was? Ich werde jetzt zu diesem Tutorial auch, ich werde es so machen, dass schreibe mir eine Beschreibung für ein YouTube-Tutorial, in dem ich zeige, wie ich das YouTube-Video selbst mit ChatGPT mit Hilfe von ChatGPT beschreibe und eine Es ist ein Tutorial und
Test zugleich. Das vermutlich eine schlechte Bewertung bekommen wird, weil der Content schlichtweg langweilig ist, so denke ich. Schreibe bitte jedoch eine Beschreibung, die nicht langweilig erscheint. Des Weiteren brauche ich noch eine markige Überschrift für das Video und einige Tags und SEO optimiert ist. Des Weiteren brauche ich noch eine knackige Überschrift für das Video und einige Tags, die mit Komma getrennt ausgegeben werden sollen. Dann schauen wir mal, was er mir hier wiedergibt. Hier ist eine mögliche Beschreibung für YouTube-Video. Erlebe die Macht der künstlichen Intelligenz mit unserem neuen YouTube-Tutorial. Unserem. Ich bin alleine. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ChatGPT verwenden können, um eine einzigartige Beschreibung für Ihr eigenes YouTube-Video zu erstellen. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Benutzer sind, dieses Tutorial bietet etwas für jeden. Lernen Sie, wie Sie ChatGPT optimal nutzen und Ihre Videos auf ein neues Level heben können. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihr YouTube-Game zu verbessern. Überschrift: ChatGPT-Tutorial. Erstellen Sie eine bessere Videobeschreibung mit künstlicher Intelligenz. Tags: ChatGPT, Künstliche Intelligenz, YouTube-Tutorial, Videobeschreibung, Anfänger, erfahrene Benutzer, YouTube-Optimierung. Ich übernehme das alles. Ihr werdet sehen. Und ihr werdet das dann auch als Video... Ja, ich gucke dir das Video an. Ich glaube, ich habe genug. Gut, bis zum nächsten Mal.